Damen und Herren, ich freue mich sehr, bei der Verleihung der dritten Forschungsprofessur dabei sein zu können. Ich sage nochmal Dank an die Hertie-Stiftung. Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Professor Lehmann-Horn, alles Gute. Es ist schön, dass Sie weiter an dieser Universität wirken. Und ich wünsche mir, dass die Neurowissenschaften sich weiterentwickeln zu einer Disziplin, die vielleicht immer stärker im Mittelpunkt eines interdisziplinären Gespräches über den Menschen stehen wird. Die Hertie-Senior-Forschungsprofessur, die wir heute zum dritten Mal verleihen, ist eine Auszeichnung, aber kein Preis. Wir freuen uns, dass wir Ihnen diesen Preis verleihen können und sind auch ein wenig stolz drauf. Es wird Sie ja interessieren, was macht denn so ein Senior-Professor der Hertie-Stiftung? Und ich möchte das an einer erblichen Muskelkrankheit skizzieren. Und dazu muss ich ein kleines bisschen Zellphysiologie vorstellen und in aller Kürze unser Vorergebnis bei dieser Krankheit präsentieren. Wir sehen eine Autobatterie und eine biologische Zelle. Und was haben die beiden gemeinsam? Ähnlich einer Autobatterie verfügt auch die biologische Zelle über eine elektrische Spannung. Die Zellen haben nicht alle das gleiche Potenzial, aber die Potenziale verteilen sich um ein Häufigkeitsmaximum von etwa minus 85 Millivolt. P1 ist das sogenannte Ruhepotenzial einer Muskelzelle. Ähnlich einer guten Autobatterie, aus deren Energie der Anlasser angetrieben und dadurch der Motor gestartet wird, kann die Muskelzelle aus diesem elektrischen Energiespeicher durch kurze Öffnung von Natriumkanälen Signale generieren, sogenannte Aktionspotenziale, die wiederum die Muskelkontraktion bewirken. Hier springt also das Potenzial von minus 85 Millivolt auf plus 20 Millivolt wie ein elektronisches Bauteil, wie ein Bit von 0 auf 1 und wieder zurück. In den letzten zwei Jahren haben wir festgestellt, dass es neben dieser erregbaren Faserpopulation noch eine zweite Zellfraktion P2 mit einem Ruhemembranpotenzial von etwa minus 60 Millivolt gibt. Diese Zellen können aber wegen der zu geringen Spannung keine Aktionspotenziale generieren und sind deshalb gelähmt. Unter normalen Bedingungen ist diese Population sehr klein, wie es hier zu sehen, sodass dies nicht weiter ins Gewicht fällt. Auch hier ein kleines Video zur Bestätigung. Jetzt sind das hier nur minus 60 Millivolt. Ja, das klingt ziemlich traurig und das ist es auch. Bei den Patienten mit der besagten Muskelkrankheit, die zu einer deutlichen Muskelschwäche führt, haben wir diese P2-Fraktion in viel größerem Ausmaß gefunden. Das erklärt die Muskelschwäche dieser Patienten. Hier, diese große P2-Fraktion. Und unter bestimmten Umständen befanden sich sogar alle Muskelfasern in diesem P2-Zustand. Erfreulicherweise ließ sich durch Medikamente und Kaliumgabe ein beträchtlicher Teil der P2-Fasern in die P1-Fraktion verschieben. Bei unseren Patienten führte dies zu einer erheblichen Verbesserung der Muskelkraft.